Mein Name ist Sascha Rabia und es gibt ja immer mal wieder so Verschwörungstheorien, gerade aktuell gibt es das häufiger mal, oder auch Menschen, die erwarten, dass es einen Crash gibt. So, jetzt können wir alle nicht in die Zukunft gucken, das heißt, keiner weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, was die Zukunft bringen wird. Es sieht aber so aus, und das ist die Analystenmeinung aller großen Bankhäuser, dass wir in einer stabilen Wirtschaft sind, die auch eine Krise, wie wir sie jetzt haben, mit Corona überleben wird. Wenn ich aber lese, dass ein Banker von einem großen Crash spricht und sagt, am besten sollte man investieren in Edelmetalle, und dessen Bank ist eine, die überwiegend Edelmetalle verkauft, dann glaube ich, ist es wichtig, immer mal hinter die Kulissen zu gucken und zu gucken, was sind deren eigenes Interesse. Und wenn du mehr wissen willst, dann